So, willkommen zu 103, zur 103. Folge. Und ich wollte jetzt ein bisschen mit den Solarpanels weitermachen, aber ich habe schon mal vorher gedacht, wir müssen auch ein bisschen Obsidian hier noch pulverisieren. Ist die Kiste voll oder was? Dann müssen wir es mal so machen hier. Oder so. Oder ich mache das wieder stackweise hier. Ja. Schmeiß wieder oben rein. Und durch die Stacks. Alle da unten rein. Ich schmeiß hier so viel Eisen, sondern das muss ich nochmal in der Rutsche alles verbrennen. Da ist ja viel angelaufen hier. Uah, nein. Ist wirklich nur fast Eisen. Da habe ich viele Stacks reingeschmissen. Da waren mal beide. Da war der Pulverizer voll und dann war zugleich die beiden Trichter noch voll, sprich 11 Stacks. Und das schlägt sich natürlich hier an, um was wir da schon natürlich verbrannt haben. So, und jetzt müssen wir natürlich. Oh, warte mal, apropos Eisen, das müssen wir auch noch brennen. Wo hab ich denn Eisen? Da ist es. Da müssen wir vielleicht 1, 2, 6 verbrennen. Machen wir mal lieber 3. Oder vielleicht 4. Ich muss ja welche verbrennen, der Grund liegt ja ganz nah wegen veredeltes Eisen. Das Problem ist, ich kann das nicht wieder zurückwerfen, aber ich habe, glaube ich, momentan genug Eisen. So. Dankeschön. Dankeschön und Dankeschön. Da kann bestimmt noch irgendwo Sand hier rumfliegen. Da noch drinne? Ja, hier ist noch ein bisschen Sand. Mal schauen, was ich da noch rausbekommen kann. An Kokereinsteine. So. Oh ja. Dankeschön, 32 Stück. Das klingt doch super. Den Rest muss ich erstmal irgendwo hier noch reinpfeffern. Dann kommt. Warte mal, da habe ich jetzt keinen Platz für, ne? Na, kommt jetzt erstmal das Eisen hier rein. So, machen wir das dann. Das läuft, dann kann ich die Kokereiöfen reinbauen. Da kann ich noch vielleicht ein Stack Holz holen. Einen kriegen wir ja auf jeden Fall sowieso noch hin. Hallo? Oh, da hat sich auch noch viel angesammelt. Ja, es kommt, wenn das runterfällt, ist das Problem. Die staut sich jetzt nicht an. Ich sammle mal eben nochmal hier ein. Mit Magnet. Da habe ich mal Angst drum. Da gibt es auch leider nicht mehr diese Transposer von, die das einsammeln. Da muss ich mal drauf aufpassen, ja, ab und zu mal. Wie es scheint. Oder ich mache da einen Wassergraben drum. Einen doppelten Wassergraben und der fließt dann halt in der Mitte irgendwo hin. Das wäre auch eine gute Idee. Das würde ich aber dann händisch eben noch für euch vorbereiten. Das wäre wirklich keine schlechte Idee, das zu machen. Hätte zumindest was. Jetzt vibriert mein Handy. Verkauf nix. So. Hier ist noch nichts so viel angefallen. Das ist ja auch nicht so schlimm. Wie viel Holz ist denn angefallen? Oh, es geht wieder. Es bahnt sich wieder an Holz an. Das ist super. Da kann ich mich nicht drüber beklagen. Wie viel Energie hast du denn noch? Ja, verschwindet ja auch wieder schnell, extrem schnell. Aber da sollen wir später mit gut auskommen, dass wir so knappe 500 Minecraft-Joule schaffen auf jeden Fall. Sprich mit denen da unten, mit Teeröl, mit Biofuel, was sich dann selber verarbeiten muss, die ganzen Bäume, es läuft dann wirklich alles nur noch Hand in Hand. Und wenn irgendwas ausfällt, fällt es aus und dann funktioniert gar nichts mehr. Das hatte ich auch schon mal. Da ist eine Maschine ausgefallen. Sprich, die ist hier komplett ausgefallen, ist irgendwie die Zufuhr abgebrochen. Und dann ist die andere Maschine ausgefallen und dann ist das Chaos natürlich ganz groß. Wenn die eine Maschine ausfällt, fällt die nächste Maschine, die dahinter läuft, auch aus. Und irgendwann ist das große Chaos dann groß und wir können dann nicht mehr arbeiten. Und das ist halt ein schwieriger Start, wieder die anlaufen zu lassen, wenn die konstant immer dauerhaft laufen. Beziehungsweise auch dauerhaft laufen müssten. Dann funktioniert nämlich gar nichts mehr. Wir brauchen ja noch was anderes. Wir brauchen ja. Mal gucken, wie viel Staub ich hier rausbekommen habe mittlerweile. Der kleinere, 30 Stück. Kommen wir gut mit aus. Sind 10 Panels. Nach meines Wissens nach.
Schau ich mal, was habe ich denn hier noch drin? Hier ist noch Staub drin. Da, den brauche ich gleich. Ich brauche Glas. Ich brauche eigentlich so möglichst. Ich nehme mal Zinn raus hier. Stahl. Hier noch Zinn. Zinn. Was haben wir hier drin? Hier ist nichts Besonderes. Ist hier was, was wir benötigen können? Nö. Aber ich hatte doch schon. Ach so, ja. Ich hatte doch schon die Generatoren gebaut. Und die stehen ja auch da unscheinbar rum. Hatte ich keine Electric Wrench gehabt? Ich meine, ich hatte doch eine, oder? Da ist er doch. Kann man irgendwie den Modus eigentlich umstellen? Ich weiß nicht wie. Da konnte man irgendwie den Modus umstellen, dass es auf jeden Fall Lossless-Modus ist. Aber da habe ich natürlich Angst vor, dass es hier weggeht. Ah, scheint aber gut zu gehen. So, die Trichter, die brauche ich noch. Da gibt es nämlich, für die Trichter gibt es jetzt eine super Verwertung. Denn die kann man hier in so ein Upgrade reinsetzen, da. Und da kann man, wie man sieht, Auswurferweiterung, automatisch Auswurf in beliebiger Richtung. Sprich, er wirft alles jetzt automatisch aus. Sonst war halt bei den Maschinen vorgegeben, dass man von oben einfüllen musste und von unten die Materialien rausholen könnte. Oder beziehungsweise von der Seite. Und jetzt ist es uns frei bestimmt, wo wir die Materialien reinpumpen und rauspumpen. Das ist so geil gemacht. So, die Generatoren sind fertig. Dann fehlen jetzt uns ja natürlich veredeltes Eisen. Was haben wir da? Glas brauchen wir jetzt nochmal. Vielleicht habe ich irgendwo noch Glas, Glasscheiben. Da, Glas. Und plopp. So, ich glaube, so war das, ne? Ah ne, ich brauche ja noch was anderes. Mensch, 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 ich brauche ja noch Redstone. Tun wir mal vielleicht 2, 3 Stacks hier weg. Da, ein Stack Redstone. Dann brauche ich jetzt erstmal Kabel. Ah, ich weiß noch nicht, ich glaube, ich brauche noch mehr. 60. Och, joa. Wo machen wir es denn nicht so? Ach, ich dusel, jetzt hätte ich doch das sechste Stack noch nehmen sollen. Nehmen wir gleich mal mit raus. Und machen gleich hier wirklich viele Kabel. Kann man ja immer noch für diese Circuits benutzen. Oder für Batterien. So, so und so. Bin ich jetzt dumm hier? So ist das jetzt richtig, Mensch. Ich bin doch dümm. Kann man es nochmal veredeln? Naja, kann man nur einmal. Alles klar. Gut. Wabba brauche ich nicht mehr. Jetzt brauchen wir natürlich alles Mögliche. So. Dann links, rechts zwei. Dann irgendwie Glas, glaube ich, so. Und dann das Staub so. Und unten die Generatoren, ne? Jupp. Jetzt haben wir nochmal vier übrig. Da könnten wir eigentlich nochmal vier machen, oder? Da hätten wir gleich noch eins. So, jetzt haben wir. Da, jetzt brauchen wir nochmal jeweils zwei Stück. Da. Und da. Dann brauchen wir Eisen. Oh, ich nehme mal ein zweites Stück raus. Eisen, Eisen, Eisen. Da brauchen wir nämlich acht Öfen. Acht davon. Dann brauchen wir Batterien. Da brauche ich aber mehr Zinn. Da habe ich, glaube ich, zu wenig. Dankeschön. Obwohl das angefangene Stack, der kann das volle Stack gehen, nehme ich ganz weg. So, jetzt haben wir Zinnbarren, Zinn-Ingots. Jetzt werden wir erstmal das hier verbrauchen. So. Zwei. Schon mal vier. Und acht Stück. Jetzt müssen wir veredeltes Eisen rauskloppen. Aber das wird nachher richtig viel Material werden, weil ich will auf jeden Fall diese großen Panels benutzen. Ich weiß auch gar nicht, wo die sind. Da können wir, oh, warte mal, sind die hier unten? Solarmodul. Kommen die schon hier irgendwo? Ne, können wir mal eingeben.
Solar, ich will ja später so ein High Voltage Solar Array haben. Und da brauchen wir 8 von denen hier wieder. Und da brauchen wir wieder 8 um von denen. Und das ist ziemlich teuer. Sind wir, glaube ich, nachher auf 8,6 oder so. 8,64er Stacks jeweils von diesen Solarmodulen. Damit wir überhaupt ein High Voltage Array bekommen. Aber was kostet die Welt? Was kostet die Welt? Machen uns nämlich gleich 2 Stück raus. Generatoren. So, links, rechts, das. Jetzt brauchen wir Glas. Wieder so in der Reihenfolge. Staub. Jetzt haben wir nochmal 8 Panels. Und jetzt war das, ich glaube, so. 3 Kupfer in der Mitte und jetzt 4 Holz, ne? Aber bin ich gut. Jetzt haben wir schon mal 2 Low Voltage. Das andere ist jetzt noch nicht da oben. Das sitzt da noch. Das werden wir uns jetzt mal eben wegschnabulieren. Danke. Nein! Oh, ich hasse es. Ich hasse es wirklich. Jetzt habe ich einen Generator noch. Das kann doch nicht wahr sein. So, dann machen wir halt nochmal. Jetzt habe ich keinen Redstone mehr. Kein Redstone mehr. Jetzt. So. Der Rest müsste ja reichen. Ah ne, brauche ich ja nur eins. Ne, andersrum. So, jetzt haben wir noch ein Solar Away. Noch ein Low Voltage. Gibt ja noch ein bisschen mehr Energie. Yay! Okay, bin ich stolz auf mich. Jetzt kann die Energie laufen hier. Weiß gar nicht, wie viel die bringen. Ich glaube 8 oder 16. Da müssen wir uns mal ein Messgerät basteln. Aber das Messgerät basteln wir in der nächsten Folge. Dann würde ich sagen, bis dahin, euer Flash-Lip-Tapé und tschüssen!